Hallo und herzlich willkommen hier zum Gottesdienst an der Ruhr. Welch ein herrlicher Tag, um heute Kinder und Erwachsene zu taufen. Schön, dass ihr da seid und dass wir heute gemeinsam dem Herrn loben dürfen und Gottesdienst feiern dürfen. Dieser Gottesdienst ist, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht nur in der Natur, sondern wir wollen auch Leute zu Jesus führen. Wir sind hier draußen und die ganze Zeit werden Radfahrer, Spaziergänger vorbeilaufen. Und wir wollen wirklich ein Licht sein, so wie Jesus uns als Auftrag gibt. In Johannes 14, Vers 9 steht, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Für diesen einzig richtigen Weg entscheidet ihr euch heute, liebe Täuflinge. Ich sehe euch gar nicht unter den ganzen Schirm, aber super, dass ihr hier seid und dass ihr euch heute für Jesus entscheidet. Jetzt hören wir das Vorspiel von der Band This is Amazing Grace. Herzlichen Dank für die Spenden aus der vergangenen Woche. Die Kollekte während dieses Gottesdienstes ist bestimmt für unsere Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde in Nierenhof.
Nächste Woche, am Dienstag, ist der Elternabend für die neuen Konfirmanden. Und zwar findet der um 18.30 Uhr bei uns in der Gemeinde statt. Und wenn Sie jetzt hier sitzen und sagen, nach dem Gottesdienst vielleicht, ich möchte, dass mein Kind konfirmiert wird in dieser Gemeinde, dann können Sie sich jetzt noch spontan dazu entscheiden, nachher am Infotisch einfach, es wird am Ausgang einen Tisch geben und dort Ihr Kind noch zur Konfirmation anmelden. Vom 14. bis 19.11. haben wir die Evangelisationswoche bei uns in Nierenhof in der Gemeinde. Sie haben gerade eben schon Flaschen bekommen und dort stehen die Daten dafür auch nochmal drauf. Am Ende können Sie auch am Infotisch das noch einmal sehen. Wir haben Flyer dafür. Und dort wollen wir eine Woche Gott erleben. Und dafür möchten wir einen Chor zusammenstellen mit Jugendlichen und Erwachsenen. Und wer sich bereit erklärt, dabei zu sein, wir werden immer ab dem 3.9. nach dem Gottesdienst für circa eine Stunde proben, darf sich gerne bei Michael Adamczyk melden oder bei allen anderen von den Mitarbeitern, die Sie hier sehen, und dort einfach fragen, dabei sein, und dann werden wir Sie weiter bzw. schreiben Ihren Namen gerne auf. Am Samstag, den 16.9. von 10 bis 13 Uhr findet das Frauenfrühstück bei uns in der Gemeinde statt. Extra nur für Frauen. Es wird eine Referentin kommen und einen schönen Vortrag halten. Und dort können Sie die Karten jetzt schon holen. Und zwar auch nachher am Infotisch oder im Gemeindebüro telefonisch. Das Weihnachtsmusical kann man sich jetzt noch gar nicht vorstellen, weil es gerade so super warm hier ist und wir alle mit Sonnenschirm sitzen. Aber auch das startet schon gar nicht mal so weit in Entfernung. Und zwar in den Herbstferien, davor schon mit den Proben. Und dort können Sie auch jetzt schon, wenn Sie möchten, Ihre Kinder anmelden dafür. Das ist diesmal ein etwas anderes Verfahren. Auch dazu können Sie am Infotisch gerne erfragen. Am Sonntag, den 3.9. um 10 Uhr, das müsste der Gottesdienst in 2 Wochen sein. Dort findet der Gottesdienst nicht bei uns in Nierenhof in der Gemeinde statt und auch nicht hier an der Ruhr, sondern mitten im Dorf, und zwar bei Reifenkugel. Das ist in der Nähe oder an der Hattinger Straße, da bei der Tankstelle Oil, ehemals Benninghofen. Und dort wollen wir gemeinsam im Dorf den Gottesdienst feiern. Und dazu laden wir jetzt schon ganz herzlich ein. Jetzt wollen wir gemeinsam den Choral singen, Gott ist gegenwärtig. Und dazu wird uns der Posaunenchor begleiten. Thank you.
Ich möchte aus Psalm 145 die Verse 1 bis 7 lesen. Hoch über alles will ich dich loben, mein Gott und König. Ich will deinen Namen preisen, für immer und alle Zeit. Jeden Tag will ich dich preisen. Ich will deinen Namen rühmen, für immer und alle Zeit. Groß ist der Herr und verdient höchstes Lob. Niemand kann seine Größe erforschen. Generationen sollen deine Werke rühmen und deine mächtigen Taten verkünden. Die Pracht deiner herrlichen Erscheinung, die Geschichten von deinen Wundern, auch ich will darüber nachdenken. Von deinen gewaltigen Taten sollen sie reden und von deinen großartigen Werken, auch ich will davon erzählen. An deine unendliche Güte sollen sie erinnern, jubeln sollen sie über deine Gerechtigkeit. Ich bete noch. Gott, es ist so krass, wofür wir dir alles dankbar sein dürfen. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir an der Ruhr sein dürfen, dass wir heute taufen dürfen, dass das Wetter so gut ist. Gott, es gibt so unendlich viele Gründe, für die wir dankbar sein dürfen. Und ich bete, dass du uns diese Dankbarkeit echt ins Herz legst, dass wir immer wieder uns daran erinnern, wie dankbar wir dir sein dürfen, wie gut du zu uns bist, wie groß du bist. Danke, dass du da bist und dass du uns nicht verlässt, dass du immer mit uns gehst. Amen. Dann wollen wir euch noch jemanden vorstellen, und zwar den Yannick. Wo bist du? Da kommt er von hinten. Perfekt. Super, der macht bei uns jetzt gerade das Praktikum. Sag schon alles, Mann. Sag noch kurz, was du in deinem Leben noch vorhast, was du gerade machst, außer das Praktikum, und wofür du das Praktikum machst. Mal kurz, ja. Also, richtig schon vorgestellt, Yannick mein Name, bin jetzt seit 2 Wochen hier im Praktikum, mache noch 2 weitere Wochen. Und so wahr Gott will, möchte ich selbst, sobald mein Studium zu Ende ist, ins Pfarramt übergehen und meine eigene Gemeinde haben. Und deswegen bin ich auch hier, um das Ganze dann so gut wie möglich zu begleiten, zu beobachten und so viel daraus zu gewinnen wie möglich. Und dafür danke ich, dass ich hier sein darf. Danke, wir freuen uns auch. Genau, als nächstes darf einmal die Joela zu mir nach vorne kommen. Wenn man jemanden begrüßt, muss man leider irgendwie auch immer jemanden verabschieden. Das wollen wir heute mit der Joela machen. Joela, sag du doch auch einmal, warum wir dich verabschieden und wo es für dich hingeht. Genau, ich werde für ein Jahr nach Spanien gehen, in die Stadt Bilbao, und dort mein Anerkennungsjahr als Erzieherin machen. Ja, und dafür möchte ich dich gerne noch segnen und für dich beten. Jesus, ich danke dir so sehr für Joela. Ich danke dir dafür, dass sie hier in dieser Gemeinde ein Zuhause finden durfte die letzten Jahre. Ich danke dir für all die Bereiche, in denen sie sich eingebracht hat. Ich danke dir für ihre Begabungen und Talente, die sie in die Gemeinde investiert hat. Gott, du siehst den Weg, der vor ihr liegt, den Flug nach Bilbao und alles, was da passieren wird in diesem Jahr. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, dass du sie begleitet, dass du sie behütest, dass du ihr echt immer das Wissen schenkst, dass du mit dabei bist, dass du da bist, auch wenn es schwierig wird. Und ich möchte dich echt einfach bitten, dass du Joela ein richtig gutes Jahr schenkst. Amen. Er hat den Weg uns gezeigt. Er
Gottesdienst und Taufgottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist ein komisches Bild von hier aus. Es regnet nicht und alle haben den Schirm auf. Ich würde gerne Ihre Gesichter sehen, ich würde auch gerne näher rankommen, aber dann fängt es an zu piepen. Weil die Sonne so richtig knallt, werde ich eine kurze Predigt halten, damit Sie nicht zu lange schwitzen. Es wird um die Frage gehen, was ist eigentlich christlicher Glaube? Und ich sage Ihnen sofort, was das Wichtigste ist am christlichen Glauben. Das Wichtigste am christlichen Glauben ist, dass man seine ganze Hoffnung auf Jesus setzt und ihm völlig vertraut. Dieser Glaube rettet. Vielleicht sind Sie stark im Glauben verwurzelt. Vielleicht haben Sie schon viele Situationen erlebt, wo dieser Glaube sie durchgetragen hat. Vielleicht wissen sie noch nicht so richtig, ob man dem trauen kann und haben ihre Zweifel. Vielleicht stehen sie aber auch völlig am Anfang und wissen gar nicht, wie man das mit dem Glauben macht. Ich möchte eine Geschichte aus der Bibel erzählen, die mich unglaublich fasziniert und die so richtig deutlich macht, was Glaube ist. Da ist ein Vater. Er ist ein bekannter Mann in seiner Stadt, wahrscheinlich heißt die Stadt Kapernaum, so genau weiß man es nicht. Und er ist dort der Mittelpunkt dieser Stadt,
Denn in der Mitte der Stadt ist eine Synagoge und er leitet die Synagoge. Er teilt die Gottesdienste ein, die Leute kennen ihn. Und das Schöne ist, er und seine Frau, sie haben eine Tochter. Sie ist inzwischen 12 Jahre, aber jetzt sitzt er bei ihr am Krankenbett. Und er hat die große Angst, dass dieses Krankenbett zum Sterbebett wird. Seit Tagen hat seine Tochter hohes Fieber. Man spürt, wie das Leben so langsam aus ihr rauszieht. Sie reagiert nicht mehr richtig. Sie hört nicht mehr richtig. Und er hat eine große Angst. Und während er dort an dem Krankenbett sitzt, erinnert er sich an den ersten Schrei ihres Lebens, als sie geboren wurde. Und wie sie die ersten Schritte laufen konnte und sprechen konnte. Und wie sie auf seinem Schoß saß und er ihr Geschichten aus der Bibel erzählt hat. Von Esther zum Beispiel. Und all das geht ihm durch den Kopf. Und vielleicht hat er schon mögliche Schwiegersöhne im Kopf. Aus der Stadt. Taxiert sie und überlegt, auf welche Familie könnte ich zugehen. Wer könnte zu meiner Tochter passen. Aber jetzt ist sie sterbenskrank. Und da hört dieser Mann, dass Jesus in die Stadt kommt. Das ist seine Hoffnung. Das ist das, was ihn so richtig nochmal erfrischt in seinem ganzen Denken. Und er rennt raus und rennt Jesus entgegen. Und Jesus kommt in die Stadt mit einer riesen Menschenmenge. Sie drängen alle um ihn. Und er kommt ihm entgegen, fällt vor Jesus nieder und sagt, komm schnell, meine Tochter liegt im Sterben. Und Jesus sagt zu ihm, steh auf, glaube nur. Während dieser ganzen Situation passiert etwas Merkwürdiges. Jesus dreht sich plötzlich um. Die Leute hatten sich so eng an ihn gedreht, dass er, so heißt es wörtlich, zu ersticken drohte. So eng sind die Leute an seiner Seite. Und plötzlich dreht sich Jesus um und sagt, wer hat mich berührt? Überlegt mal, viele Leute sind um ihn herum und er fragt, wer hat mich berührt? Und genauso wie wir reagieren würden, so reagiert Petrus und die anderen Freunde von Jesus. Jesus, es sind so viele Leute da. Da haben dich wahrscheinlich viele berührt. Wer soll das sein? Aber Jesus sagt, von mir ist eine Kraft ausgegangen. Und dann sieht man und merkt man, wie eine Frau plötzlich auch vor Jesus niederfällt und sagt, ich habe es getan. Und dann steht sie auf und die Männer und Frauen, die sich um Jesus gedrückt haben und ihn umringt haben, sie hören zu, was die Frau sagt. Sie sagt, seit 12 Jahren verliere ich unentwegt Blut. Medizinisch würde sie sagen, der Wert, der Hämoglobinwert, der ist in meinem Blut so schlecht, ich kann eine Stunde am Tag auf sein. Aber ich habe mich getraut. Ich habe mich getraut in diese Menschenmenge hinein. Und ich wollte unbedingt zu Jesus. Und ich habe nur die Quaste an seinem Saum berührt. Und darf ich euch etwas sagen? Jetzt weiß ich, ich bin gesund. Ich habe es genau gespürt. In dem Augenblick, wo ich die Quaste seines Saumes berührt habe, war alles vorbei. Und ich fühle mich gesund und stark. Ich habe frisches Blut, ich habe genug Blut und es passiert nicht mehr. Die Leute staunen. Und Jesus sagt zu dieser Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Wisst ihr, da ist noch der Vater. Er möchte, dass Jesus zu seiner Tochter kommt. Und jetzt diese Szene und diese Frau. Und die Leute wissen gar nicht richtig, was sie denken sollen. Und dann sagt Jesus noch, dein Glaube hat dich gerettet. Aber der Vater nimmt Jesus mit und sie gehen in das Haus, wo der Synagogenvorsteher, der Leiter der Synagoge wohnt, der heißt Jairus. Und von Ferne hört man schon das Klagegeschrei und das Totengeschrei. Das war damals so, wenn jemand starb, dann war nicht alles still und ruhig, dann haben die Leute geschrien und geweint und haben die Totenklage angestimmt. Und man hört schon, bevor man in das Haus kommt, dass jemand gestorben sein muss. Bemühe Jesus nicht mehr, kommt jemand dem Jairus und Jesus entgegen. Die Tochter ist tot, es ist alles vorbei. Aber Jesus geht in das Haus und sagt zu den Leuten, die da sind, hört auf zu weinen. Dann nimmt er
die Eltern, den Jairus, dessen Frau und noch drei seiner Jünger mit und sie gehen in das Zimmer, wo die Tote liegt. Und dann sagt er etwas Erstaunliches. Sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Und die Leute lachen in dieser Situation und verspotten Jesus, denn sie wissen ganz genau, die Tochter ist wirklich gestorben. Das haben sie überprüft, da ist nichts mehr. Dann fasst Jesus ihre Hand und sagt, steh auf. Mädchen, steh auf. Und die Zwölfjährige steht auf und ist gesund und ist strahlend und hat Farbe im Gesicht. Und Jesus sagt, gebt ihr etwas zu essen. Und sie isst und ist gesund. Und dann sagt Jesus zu dem Vater und zu den Eltern, glaubt und ihr werdet gerettet. Am Ende sagt er noch allen, die das bezeugt haben, sagt es niemand weiter, behaltet es für euch. Behaltet es für euch. Und dieser Satz ist wichtig, ganz wichtig. Man versteht im ersten Augenblick diesen Satz gar nicht. Aber ich möchte kurz erklären, was das Wichtige an diesem Satz ist. Jesus ist in die Welt gekommen, um das Reich Gottes zu bauen, um den Menschen zu zeigen, wer Gott ist, um auch Krankheiten zu heilen und Tote aufzuerwecken, dass die Blinden sehen und die Tauben hören. Das steht so im Alten Testament. Er will zeigen, dass er der Messias ist. So allmählich sehe ich alle Gesichter. Wunderbar. Die Wolke hat uns gerettet. Und dann ist er aber auch gekommen, um uns ewiges Leben zu geben, um uns mit dem Vater zusammenzubringen, damit wir einmal in unserem Leben zu Gott kommen können. Und wenn wir heute die Kinder taufen und die Jugendlichen taufen, dann geht es darum, dass Menschen mit Jesus in Verbindung kommen. Und ihr dürft als Eltern immer in allen Lebenslagen euch an Jesus wenden, wenn die Kinder krank sind, wenn es Probleme gibt, wenn sie gesund sind. Das möchte alles Jesus auch tun. Aber das Entscheidende, was er tun möchte, ist, dass er die Kinder und uns alle zu Gott bringt. Dass wir schon hier mit Gott leben und einmal in der Ewigkeit bei ihm ankommen. Und Jesus hatte Angst, dass die Leute das missverstehen. Er will nicht der einseitige Wundermessias sein, der Wunder tut, eins nach dem anderen. Und ihr wisst ja, all die, die er gesund gemacht hat, sind hinterher trotzdem gestorben, nach einigen Jahren. Selbst der Lazarus, den er auferweckt hat aus dem Grab, ist später gestorben. Aber Jesus möchte, dass wir ewiges Leben haben. Und dann, kurz vor seiner Kreuzigung, da bekennt er sich zu allen, bekennt sich zu seinen Gegnern und sagt, ja, ich bin Jesus, der Messias, der Sohn Gottes. Und wir sollen Jesus verbinden, einmal mit dem, was er tut für uns, und zum anderen mit dem, der uns ewiges Leben schenkt. Es geht um mehr als um gesund sein. Es geht um viel mehr, obwohl es wunderbar ist, wenn Jesus uns Gesundheit schenkt, wenn er Gebete erhört. Und wir haben in unserer Gemeinde auch wunderbare Wunder im wahrsten Sinne des Wortes schon erlebt. Gott hat sie uns geschenkt. Und ich möchte euch, Eltern und Paten, die ganze Gemeinde einladen, Schritte des Vertrauens auf Jesus zuzugehen. Und so wie der Vater zu Jesus geht, so dürft ihr in allen Lebenslagen euch an Jesus wenden. Und so wie die Frau dachte, dieser Jesus kann mir helfen. Ich muss nur die Quaste an seinem Gewand berühren. Das war ihre einzige Chance, zu Jesus zu kommen. So dürft ihr euch ein Stück immer weiter nähern, diesem wunderbaren Messias, dem Sohn Gottes. Er verändert unser Leben ganz konkret. Und wenn wir gleich taufen, die Kleinen taufen wir hier, und mir ist versichert worden, dass es Ruhrwasser ist. Es ist ja das erste Mal, dass wir hier auf der Wiese taufen. Aber es ist zu gefährlich, die kleinen Kinder in der Ruhr zu taufen. Die Strömung ist so stark, das Wasser ist so hoch, dass es nicht geht. Aber wir taufen hier. Und die etwas Größeren, die untergetaucht sind, die kriegen wir hier nicht rein. Deswegen gehen wir in den Fluss und tauchen sie unter und hoffen, dass wir niemanden verlieren. Obwohl, wenn er getauft ist, ist er ja gerettet. Ja, darum geht es. Darum geht es, dass wir mit Jesus in Kontakt kommen.
Und wir taufen die Kinder und die Erwachsenen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit sagen wir, wir möchten als Eltern und Paten, dass unsere Kinder zu Gott kommen und zu Gott gehören. Und ihr, die ihr euch aus freien Stücken taufen lasst, ihr sagt, ja, heute lasse ich mich taufen. Ich will deutlich machen und zeigen, ich möchte mit Jesus leben. Das ist der Sinn der Taufe. Lasst uns jetzt ein ganz tolles Tauflied miteinander singen. In diesem Lied kommt zum Ausdruck, dass der allmächtige Gott schon immer auf uns Menschen wartet und heute ganz besonders auf die Tauflinge. Jesus wartet, die dürfen wir heute taufen. Und die sich aus freiem Entschluss entschieden haben, ich möchte mit Gott leben, ich möchte mit Jesus leben, die wollen wir taufen. Und die Kinder, bei denen die Eltern sagen, wir möchten, dass unser Kind zu Gott gehört, diese Kinder wollen wir taufen. Warum? Weil Jesus das gesagt hat. Kurz bevor er zu seinem Vater zurückgegangen ist in die Ewigkeit, hat er gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und dann sagt er noch etwas ganz Schönes. Er sagt, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Taufe rettet nicht, sondern der Glaube und die Taufe. Im Markus-Evangelium wird überliefert, dass Jesus gesagt hat, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der geht verloren. Und wir taufen ja auch kleine Kinder. Und Jesus hat die Kinder zu sich gerufen. Und die Erwachsenen, die mit Jesus unterwegs waren, die haben gesagt, ihr Mütter, mit den kleinen Kindern, ihr dürft Jesus nicht stören, ihr gehört nicht dazu. Und Jesus hat gesagt, stopp,
Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt sie nicht ab, denn ihnen, diesen kleinen Kindern, gehört das Reich Gottes. Und wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Die Kinder vertrauen Gott und wir dürfen wie die Kinder Gott vertrauen. Lasst uns nun vor der Taufe das Glaubensbekenntnis sprechen. Und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen, wenn es geht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Und ich darf die Eltern und Paten und Geschwister von dem Eugene Otis Neumann, von Josefina Glettenberg, von Mathilda Emilia Schöler und von Tabea Katja Schöler bitten, dass ihr nach vorne kommt. Der Carsten zeigt euch, wo ihr stehen könnt. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir eure Kinder heute taufen dürfen. Und ich frage euch, Eltern und Paten, vor Gott und vor dieser großen Gemeinde, wollt ihr, dass eure Kinder getauft werden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? So antwortet ja. Seid ihr bereit, nach bestem Wissen und Gewissen dafür zu sorgen, dass eure Kinder im christlichen Glauben erzogen werden? Dann antwortet ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Vollen das Vollbringen. Und nun wollen wir als erstes den Eugene Otis Neumann taufen. Eugene Otis Neumann, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dein Taufspruch ist aus Psalm 91, die Verse 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Wir wünschen dir von ganzem Herzen den Frieden Gottes und dass Jesus, der gute Hirte, dich durchs Leben begleitet. Sein Friede sei mit dir. Amen. Herzlichen Glückwunsch zur Taufe. Dann wollen wir jetzt die Josefina Glettenberg taufen. Josefina Glettenberg, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du hast den gleichen Taufspruch aus Psalm 91, die Verse 11 und 12. Denn er, der allmächtige Gott, hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Wir wünschen dir von ganzem Herzen,
dass Jesus, der gute Hirte, dich durchs Leben begleitet. Sein Friede sei mit dir. Amen. Herzlichen Glückwunsch zur Taufe. Und nun werden zwei Geschwister getauft. Zunächst die Mathilda und dann die Tabea. Kommt aber mit beiden Kindern direkt nach vorne. Mathilda Emilia Schöler, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dein Taufspruch ist aus Psalm 31, die Verse 15 und 16. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass Jesus, der gute Hirte, dich auf deinem Lebensweg begleitet. Sein Friede sei mit dir. Amen. Tabea Katja Schöler, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dein Taufspruch ist aus Psalm 23, Vers 6. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein. Von ganzem Herzen wünschen wir dir, dass Jesus Christus, der gute Hirte, dich durchs Leben begleitet. Sein Friede sei mit dir. Amen. Lasst uns noch kurz beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Geschenk dieser Kinder. Und wir möchten dir ihre Zukunft anbefehlen. Und wir beten, dass du den Eltern und Paten und auch den Kindern den unerschütterlichen Glauben an Jesus schenkst. Segne die Kinder, die Eltern, schenke ihnen das, was sie im Leben brauchen. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Super. Nochmal einen kräftigen Applaus. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Jetzt bitte ich die Eltern und Paten und Geschwister von David Ehlers, von Jonathan David Götze und von Jette Marlene Kronen nach vorne zur Taufe. Macht ruhig einen Kreis, einen großen Kreis. Ich frage euch Eltern, vor Gott und vor dieser Gemeinde, wollt ihr, dass eure Kinder getauft werden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, das Beste für eure Kinder zu tun und nach bestem Wissen und Gewissen eure Kinder im christlichen Glauben zu erziehen? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. Zuerst wollen wir den David Ehlers taufen. Da ist etwas ganz Besonderes heute. Die Mutter hat nämlich heute ein Baby entbunden. Und der David hat heute ein Geschwisterchen, Schwester oder Bruder? Schwester. Eine Schwester bekommen. Dafür können wir auch mal kräftig applaudieren. Und es ist klar, dass die Eltern jetzt noch nicht hier sind, aber ihr als Paten seid da und das ist wunderbar. Dann wollen wir den David taufen. David Ehlers, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, ein bisschen Wasser muss sein, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dein Taufspruch
ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 31. Da sagt Jesus: Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Jesus, der gute Hirte, begleite dich durch dein Leben und schenke dir seinen Frieden. Ja, wir taufen. Das ist schon was Besonderes. Vielleicht musst du mal jemand der andere taufen in das Evangelium sagen. Schön. Jetzt kommt der Jonathan, David. Jonathan, David Götze, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dein Taufspruch ist aus Psalm 91, Vers 11. Denn er, der allmächtige Gott, hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass Jesus, der gute Hirte, dich durchs Leben begleitet. Sein Friede sei mit dir. Amen. Jetzt wollen wir noch die Jette Marleen Krohn treffen. Jette Marleen Krohn, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dein Taufspruch ist aus Josua 1, Vers 9. Sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass Jesus, der gute Hirte, dich durchs Leben begleitet. Sein Friede sei mit dir. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir auch diese Kinder anbefehlen und dich bitten, dass du sie segnest, dass du sie in deine gute Zukunft führst. Wir bitten dich um das Geschenk des Glaubens für die Eltern und Paten und ganz besonders auch für die Kinder. Wir freuen uns und danken dir zusammen mit der Familie Ehlers, dass du ihm eine Tochter geschenkt hast. Dein Segen sei auf den Familien. Dich wollen wir darüber loben und preisen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Das waren die Taufen mit Ruhrwasser. Jetzt haben wir noch vier Taufen in der Ruhr. Julie Elena Neff, möchtest du getauft werden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Dann antworte mit Ja. Ja. Möchtest du mit Jesus leben, an ihn glauben und an der Hand des guten Hirten durchs Leben geführt werden? Dann antworte Ja. Ja. Du hast einen wunderbaren Taufspruch. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Aus Psalm 27, Vers 1. Dann taufen wir dich, Julie, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr Movo!
Maximilian Sünde. Willst du getauft werden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann antworte mit Ja. Ja. Möchtest du an Jesus glauben und mit ihm durchs Leben gehen und dich von der Hand des guten Hirten durchs Leben führen lassen, dann antworte Ja. Ja. Dein Taufspruch ist aus Psalm 119, Vers 114. Bei dir bin ich geborgen, wie unter einem schützenden Schild. Auf deine Zusagen setze ich meine Hoffnung. Jakob Maximilian Zündorf, wir taufen dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Samuel Jüngst, möchtest du getauft werden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann antworte mit Ja. Ja. Möchtest du an Jesus glauben, mit ihm durchs Leben gehen und dich von Jesus durchs Leben führen lassen, wie ein guter Hirte dich führt, dann antworte Ja. Ja. Dein Taufspruch ist aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr. Und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Samuel Jüngst, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Moment. Ich bin natürlich herzlich dazu eingeladen.
wollen mit unseren Fürbitten vor Gott treten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Danke Gott, dass wir heute Kinder und Jugendliche in deinem Namen haben taufen können. Danke, dass du ihnen das Leben geschenkt hast. Das Leben liegt vor ihnen. Was wird es mit sich bringen? Das Leben lehrt uns, es wird nicht nur leicht. Wir bitten dich, Gott, dass du die Täuflinge auf den Berg- und Talfahrten des Lebens begleitest, dass du sie bewahrst, dass du ihnen hilfst, die Begabungen zu entfalten und die Persönlichkeit zu werden, die du dir gedacht hast. Lass sie Menschen finden, die sie unterstützen, ermutigen, begleiten, trösten, herausfordern. Vater im Himmel, die Smartphones zeigen uns täglich Bilder von Elend, Zerstörung und Missbrauch. Wir sehnen uns nach Hoffnungszeichen. Wir brauchen Menschen, die uns stärken und ermutigen, in dem Vertrauen, dass du unsere Welt veränderst, dass du handelnd gegenwärtig bist. Deshalb bitten wir dich für alle, die sich für Versöhnung, Frieden und Veränderung einsetzen, die verfeindete Menschen und Völker zusammenbringen und ihnen helfen, mit den erlittenen Wunden zu leben, ohne Rache zu nehmen. Vater im Himmel, gib uns die Kraft, uns nicht lähmen zu lassen von Enttäuschungen, Scheitern, Müdigkeit und Krankheiten. Hilf uns, positive Anpackerinnen und Anpacker deiner Liebe zu sein, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, in dieser Gesellschaft, an unseren Arbeitsplätzen, in der Schule. Gib uns die Kraft, den Mut und die Zuversicht, fröhliche Täterinnen und Täter deiner Liebe zu sein. Hilf uns da, wo wir Dinge in den Sand gesetzt haben, wo wir uns als unperfekt erleben, wo wir an irgendeiner Stelle des Lebens festhängen. Lass uns deine liebenden und helfenden Vaterarme in der kommenden Woche erleben. Vater im Himmel, es tut gut zu wissen, dass unsere Worte bei dir ankommen. Danke, dass wir deine geliebten Kinder sein dürfen. In diesem Vertrauen legen wir all unsere Gedanken, Ängste, Fragen, Schwächen, Unsicherheiten, Fehler, Schmerzen, Zweifel, Mutlosigkeiten, Krankheiten, Begrenzungen und Sorgen in das Gebet, welches heute millionenfach an anderen Orten und anderen Gottesdiensten dieser Welt gebetet wird. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Lasst uns den schönen Choral singen, mit dem wir Gott danken wollen und danken alle Gott.
Heute durften wir Zeugen sein von 11 Taufen, 11 Menschen, die sich heute entschieden haben, ihr Leben mit Jesus zu führen. Und ich möchte euch und sie bitten, wirklich in der kommenden Woche für diese 11 Täuflinge zu beten. Diese 11 Menschen, die jetzt Schwierigkeiten auch haben werden, die aber auch Positives erleben werden. Und wirklich, dass sie im Glauben bleiben und Jesus Christus sie berührt und sie den Glauben und den Heiligen Geist spüren dürfen. Schön, dass Sie alle da waren, dass ihr alle da wart, auch an die alle, die noch spontan dazugekommen sind, auf dem Weg vielleicht stehen geblieben und dann sich noch dazugesellt haben. Wunderbar, dass Sie hier waren. Ich habe noch ein ganz paar Infos, die ich euch noch weitergebe. Und zwar einmal haben wir gleich das Kirchencafé dort aufgebaut. Dort gibt es Hefezopf. Jeder darf sich gerne was nehmen, auch Kaffee, für die, die gerne was haben möchten, oder nochmal Wasser. Dann sind am Ausgang am Infotisch liegen nochmal Flyer. Einmal für den Alpha-Kurs. Dort wollen wir nach der Evangelisationswoche für alle, die sagen, ich möchte Jesus noch genauer kennenlernen, an vielen Montagabenden wollen wir zusammenkommen, was gemeinsam essen und dann ja, wie einen Startkurs machen in das Leben mit Jesus Christus. Ich kann nur sagen, dass sich das wirklich lohnt und lade dazu herzlich ein. Außerdem hat der Manni uns aus Südfrankreich Melonen mitgebracht. Und wir können alle nachher, wenn wir gehen, eine Melone mitbringen. Ich habe die eigentlich auch bekommen, habe die hier vorne liegen lassen. Das sind so wie Honigmelonen, aber nur noch leckerer und noch besser. Nehmt gerne eine Melone mit und genießt sie bei diesem Wetter. Vielen Dank dafür. Wenn Sie sich jetzt spontan dazugestellt haben und Sie haben jetzt noch Fragen zum Glauben oder Fragen, wer wir sind, was wir für eine Gemeinde sind, kommen Sie gerne auf uns zu am Infotisch, beantworten wir gerne Fragen oder auch hier alle, die Sie heute vorne gesehen haben, dürfen Sie auch gerne ansprechen und wir erzählen Ihnen gerne etwas über unsere Gemeinde und über unseren persönlichen Glauben an Jesus. Ich möchte mit der vierten Strophe des berühmten englischen Liedes Amazing Grace enden, aber natürlich auf Deutsch, damit wir es auch alle verstehen. Und dort heißt es, wenn wir 10.000 Jahre sind, in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Seine Zusage, die wir wirklich verinnerlichen dürfen und uns auch selber hinterfragen dürfen, ist mein Glaube so, dass ich auch, wenn ich 10.000 Jahre in Ewigkeit bin, immer noch von Gott loben und singen möchte. Jetzt hören wir das Nachspiel des Posaunenchors. Thank you.